Topfgucker TV empfiehlt. So, also ihr seid heute hier im Hotel Blauer Engel in Aue. Ich bin Benjamin Unger. Der Blaue Engel ist ein Familienunternehmen in der zweiten Generation. Also bei uns wirken alle mit. Meine Frau, mein Bruder, meine Mutter, von meinem Bruder der Hund. Unsere Kinder sind mit hier. Also wir sind wirklich ein absoluter Familienbetrieb. Und wir wollen das auch weiterhin in der Zukunft betreiben, unser Hotel. Ja, das ist uns sehr wichtig. Und das Interessante ist, wir halten uns über Wasser, allen voran mit unserem hausgebrauten Bier. Das schmeckt nämlich wahnsinnig lecker und jeder, der bei uns zur Übernachtung kommt, kann natürlich eine Kostprobe genießen. Ja, seit 15.05. haben auch wir unsere Tore wieder geöffnet, im gastronomischen Bereich genauso wie im touristischen Bereich für unsere Hotelgäste. Hier kann ich nur eins sagen, ich appelliere an alle Berufskollegen, versucht wirklich diese Regeln einzuhalten. Wir können uns aus der Verantwortung heraus ganz einfach einen zweiten Shutdown ja nicht erlauben, weil dann bleiben zu viele auf der Strecke. Und ich habe nicht umsonst bei den leeren Stühlen mitgemacht. Das war mir ganz wichtig, dass wir unsere bunte Gastronomielandschaft versuchen irgendwie zu erhalten, weil ja ohne die ganzen vielen tollen Berufskollegen, die auch ich kenne, ist unsere Branche vom Prinzip her gar nichts wert. Ja, und ja, da gehören die Hygienemaßnahmen dazu, die Abstandsregeln und. Wir haben die Chance bekommen, wir haben dafür gefeitet und ja, jetzt sollten wir die Chance auch nutzen. Und liebe Topfkoker-Gemeinde, wir sollten uns darauf besinnen, was wir haben. Ja, wir haben in Deutschland so eine wunderschöne Landschaft. Vom Norden nach Süden, von Osten nach Westen. Ich bin immer der Meinung, in der Krise steckt eine Chance. Und die Chance ist die, dass wir sagen, lasst uns gemeinsam innerdeutsch stark werden. Jetzt ist Zusammenhalt gefragt, auch danach. Und was ihr bei uns kulinarisch entdecken könnt, das werde ich euch jetzt mit einem kleinen Beitrag zeigen. Ja, also schaut rein, kommt vorbei, wir sind für euch da. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de